Zombie. Soll ich drücken? Ja, können wir machen. Wer macht die Ansage? Forest durch die letzte Ansage gemacht. Dann kannst du auch die erste machen. Nee, das heißt, Basti muss jetzt. Oder du. Basti muss seine Stimme warm reden, also fängt er an. Okay. Rennen starten. Es ist wieder soweit, es ist Trials-Zeit. Wir fahren hier zu dreit. Dreit? Das war super. Weit. Ich bin direkt gestürzt. Das war super, ja. Ich habe übrigens mein Motorrad lackiert, falls sich die Leute wundern. Ne, habe ich mit meinem Nagellack, habe ich das hier zusammen... Mit deinem Nagellack? Ja, ja. Mit einer Dose? Oder also mit einem so einem Pinsel-Ding? Ja, richtig. Ich habe halt Totenköpfe da drauf gemalt und dann habe ich Pink da drum herum gemalt. Ich bin gerade echt schlecht. Ja, ich auch. Ich fahre übrigens die alles andere Moped jetzt, das schnellere. Was ist nochmal das schnellere? Scorpion? Die Scorpion ist die höhere Endgeschwindigkeit hat und die Evo ist die mit höherer Beschleunigung. Die haben beide die gleiche Endgeschwindigkeit, glaube ich. Nur die Nein, Evo hat halt die höhere. Zack! Ja, ja. Aua! Da kommt ein Auto! Oh. Was soll denn das denn? Ich hab's gesehen. Vorne, du hast einfach ein Auto gekommen und ich wurde weggehauen. Dreist. Das ist dreist. Echt dreist, fuck. Ich bin vorbeigekommen. Es ist auch nur einmal gekommen, beim zweiten Mal kam es nicht mehr. Shit. Ja, kann halt nur einmal. Verstehst du, ist nur einmal gekommen. Naja, es regnet übrigens. Ich seh's. Schrammo ist übrigens telefonisch zugeschaltet, falls sich jemand wundert, ne? Ey. Ah, scheiße. Und zwar hat Schrammo mich angerufen und ich halte das Telefon einfach hier an mein Mikrofon. Ja, so eine Art. Bloß an. Ah, genau. Anders. Mist, da kam die Bestätigung, dass es nicht stimmt, was wir gesagt haben. Was denn? Na, Schrammo hat sich bei mir ganz kurz halt TS-typisch Kacke angehört. Nee, das ist mein TS gewesen. Das war ganz klar. Ach so. Ja, also okay. Ja, definitiv. Über mein Mikro, ne? Ja, ich verstehe, ich verstehe. Sein Mikrofon knistert manchmal ein bisschen. Das ist übrigens eine Custom-Map hier, eine gebaute Map aus der Community. Allerdings nicht aus der unsere Community, sondern aus der Trials-Community. Also diese Map findet ihr nicht im normalen Spielpool. Ich bin gerade echt schlecht. Ich krieg das nicht mit der Evo hin, von uns zu fahren. Ich fahre die Evo aber auch, Fred. Ja, aber ich krieg das gerade nicht hin, weißt du? Ich bin gerade einfach schlecht. Das will ich damit sagen. Gerade? Kein Problem, ich bin auch direkt hinter dir und auch schlecht. Du bist direkt vor mir. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass mein Controller ein bisschen wenig reagiert. Das gibt's nicht, ich komme den Berg nicht hoch. Musst du langsam machen. Entspann dich einfach mal, Fred. Genau, du musst es mit Gefühl machen. Nein! Mit viel Gefühl, nein. Oh shit. I'm still alive. Da, na, da, 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 da. Komm schon, Renner. Ja, 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 ja. Das gibt's nicht. Ich fahre den Berg hinauf. Krieg ich da nicht hin? Nein, wieso? Zu Berge, wir ziehen. Fall. Ich falle auf mein Gesicht. So. Ran hier, genau so. Vorsicht, 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 Vorsicht. Nein! Nein, nein, nein! Das war ein synchrones Nein von euch beiden. Nee, das war nicht synchron. Nur doch, bei mir schon. War das synchron. Ja, deswegen war es bei mir synchron. Ihr müsst wissen, dass Schrammo heimlich geübt hat. Ne? Oh, jetzt juckt auch noch meine Nase. Die Map ist verdammt lang, fällt mir gerade mal so auf. Ja. Ich habe mir gedacht, die einfachen Maps muss ich mir nicht angucken. Jetzt ganz ruhig, ganz ruhig. Zum Glück machen wir nur zwei Läufe. Ihr wisst jetzt ja, wie die Strecke bis zu dem Punkt geht, wo ihr seid, ne? Ja. Boah, Schrammo. Das ist gut. Du darfst einfach die Strecken nicht mehr üben, die wir fahren. Ich habe die nicht geübt. Also ich habe in ein paar habe ich reingeguckt halt, um zu wissen, ob die schaffbar sind für uns. Aber in einfache habe ich nicht reingeguckt. Nein. Weil ich habe mir gedacht, einfach ist für uns ja einfach. Und jetzt, wo wir auch die schaffbar sind, das muss doch Überraschung. Da muss doch Überraschung für jeden von uns da sein. Ja, echt mal. Also. Hallo? Naja, ich wollte uns... Naja. Ja, 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 ja. Ich meine doch nur... Schrammo kommt auch überhaupt gar nicht darauf an, dass er hier mit netten Leuten spielen kann oder so. Der will nur gewinnen. Schrammo geht es nur ums Gewinnen. Es ist ja so schlimm. Ja, ich will Medaillen haben und Fred vom Thron stoßen. Thron stoßen. Du kannst deswegen mich stoßen, aber von mir aus auch auf den Thron.
Wow. Alter. Was? Vater. Der war... Nein! Nein! Genau das war der. Der war... Nein! Nein! Hallo, hier mal ein bisschen Manlove reinbringen. Bisschen Manlove. Ich habe übrigens jetzt auch ein Xbox 360 Gamepad. Bringt mir nichts, wie ihr seht. Ist jetzt auch ein Gamepadler. Genau. Und ich bin noch der letzte Keyboarder. Das sind eh die coolsten. Ja. Spielst du mit nicht Keyboard? Auto, Auto. Oh. Oh. Das hat mein Motorrad zerfetzt. Ja, genau, das war mein Problem vorhin auch. Diesmal habe ich es Gott sei Dank dran vorbeigeschafft, gerade so. Aber das Motorrad ist wirklich zerfallen in seine Einzelteile. Na. Ist halt aus Lego. Nein! Mensch, bin ich so hübsch rübergehüppelt und dann... Naja. Ist Basti vorne oder was? Ich bin vorne. Ja, ja. Psst, ihr dürft dann immer nicht davon sprechen. Basti, du bist ja vorne. Was machst du denn da? Ich, Geht's dir gut? Hast du das gemacht? Wie fährt sich's denn so? Erzähl doch mal. Scheiße. Das hab ich mir auch gerade gedacht, weil ich mich hingelegt habe. Ich muss auf jeden Fall... Wir müssen ganz schnell ins Ziel, Basti, damit Schrammo nicht ins Ziel kommt. Ja, ja, ja. Ich bin... Voll. Ihr wollt auch nur gewinnen. Euch geht das gar nicht darum, ob ihr mit mir spielen dürft oder nicht. Spielen dürft alleine. Seid glücklich, ihr Privilegierten. Ich bin total dankbar. Ich danke jeden Abend Gott dafür, dass ich mit Schrammer zusammen Trials spielen darf. Genau. Ja, danke für jede neue Aufnahme. Danke. Oh Gott, mein Kopf tut jetzt weh. Für jeden neuen Fail. Danke. Dass ich all meine Fails danken. Mit dir. Nein, was mache ich denn jedes Mal an dieser Stelle? So eine Scheiße. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt hier gerade habe. Ich habe hier auch gerade Dinge. So, Jungs und Mädels. Ach, Fred, hör auf. Ich bin weiter. Du willst es doch auch nicht. Ey, das gibt es doch nicht. Ja, ich hab's geschafft. Ich krieg's nicht mehr hin hier, wa? Meine Hose vibriert. Oh. Was, warum vibriert die denn? Alter. Wahrscheinlich hat irgendwer was geschrieben irgendwo. Okay. Dann vibriert die schon, oder was? Ja, es geht recht zügig bei mir. Ich kriege hier nicht hin, Mann. Ich werde. Du musst dich komplett nach vorne lehnen und ganz vorsichtig immer so nach vorne Gas geben. Du musst die rechte Pfeiltaste immer so ein bisschen antippen. Das Problem ist halt, dass... Basti, tut mir leid, ich kann keine Rücksicht auf dich nehmen. Ich muss einfach ins Ziel fahren. Ja, mach ruhig, ne? Ich hab mich schon seit Äonen. Äonen habe ich mich damit abgefunden, dass ich in diesem Spiel einfach der Loser bin von uns dreien. Nee, die Sache ist ja, wenn ich jetzt auf dich warten würde, ne, dann würde ja Schrammo auch möglicherweise Punkte kriegen. Und ich habe doch eh keine realistische Chance. Insofern mach einfach. Fahr einfach da durch durchs Ziel. Ja. Ich frage mich, warum ich das jetzt nicht mehr schaffe. Aber egal. Basti hat übrigens vor der Aufnahme gesagt, Schrammo, mach ruhig ein paar mittlere Strecken rein. Ja. Ne, ich hatte aber allerdings an mittlere Strecken gedacht im Schwierigkeitsgrad von. Und die Scorpion hat doch die gleiche Höchstgeschwindigkeit. Hat sie nicht, bei mir nicht. Vielleicht ändert sich das doch erst ein bisschen später. Da habe ich vielleicht mich vertan. Mhm. Es gab doch mittlere Strecken, Fred, die einfach mal quasi unmöglich waren. Und so eine Strecken würde ich ganz gern haben, dass wir. Dass wir halt alle fröhlich verkacken halt einfach, damit jeder auch möglichst viel von der Strecke sieht oder eben alle gleich wenig. Ja. Ach, jetzt bist du neidisch, dass die anderen also mehr haben. Okay. Wir haben einfach mehr von der Strecke. Schamo. Was denn? Geh weg. Wieso, ich kann nichts dafür, ich fahr doch nur nach vorne. Ja, hör auf damit. Oder auch nicht. Nee, du hast angefangen. Jetzt habe ich mich überschlagen. Und du hast dir auch Dinge getan, das ist gut. Aber du bist schon da. Meh. Wer ist ja im Ziel? Ich übrigens auch. Ich leg mich noch ein paar Mal hin jetzt. Nee. Du hast ja nur noch 7 Sekunden. Du gibst so viel Gas. Ach Gott. Du schaffst es. Ich muss wieder das andere scheiß Moped nehmen. Das ist einfach kacke hier. Irgendwie kann ich echt in allen Spielen, wo ich Empfehlungen unter den Videos lese, das funktioniert nie.
In Battlefield ist es so, ich bekomme da Waffenempfehlungen, ist immer scheiße. Ja. Hier, Moped, kacke. Du musst halt erstmal das Moped üben, ne? Nimm die Rattler. Ich Idiot. Ich auch. Auch mit dem Kopf dagegen geflogen. Aber nur so ganz, so hauchdünn, so ganz, nur ein bisschen die Mähne dran, so ein bisschen, oh Gott. Ah, du auch, gut, du Scheiße. Na, ich mach's aber nochmal. Oh. Wow! Ich komme, Fred. Vielleicht. Ich bin gerade fast oben rüber gefahren. Und ich bin nicht da, das ist ja jetzt mal schade. Du bist ganz vorne. Ja. Ja. Sag doch nichts, sag doch nichts. Nee, es wird sich doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich muss vor Fred ins Ziel. Ich muss. Bist du angespannt? Nein, gar nicht. Ich muss vor Fred ins Ziel. Fred, geh weg. Fred, geh weg. Fred, geh weg. Fred, geh weg. Hammo, geh du weg. Ich bin weg. Ich krieg dich noch, Schrammo. Ja. Ich krieg euch beide noch. Ja, klar. Ja, natürlich. Haha, wir haben gleich viele Punkte. Kernschmelze. Oha. Tatsächlich, die hat tatsächlich eine höhere Endgeschwindigkeit. Krass. Ja, so als würde ich dich jemals anlügen, Fred. Ja. Aber nicht jetzt. Bin ich die schon gefahren? Ich glaube, ja. Also, genau, das ist eine Singleplayer-Map. Ja, ja. Ich komme trotzdem gleich hin. Hä, mich schon was gefahren? Was denn? Hab ich hingelegt? Ich bin schon gefahren. Ich bin besoffen. Was mache ich denn hier? Du bist nicht betrunken. Nicht, oh. Wie schon gesagt, du klingst ein bisschen weniger voll. Als sonst. Normalerweise muss Schrammo sich halt immer erst Mut antrinken, damit er sich traut, aufs Moped zu steigen. Ach, fuck. Ja, ich fahre nur, wenn ich betrunken bin, sonst habe ich Angst. Oh. Was? Oh. Oh, wow. Fuck. Oh, ficken. Ich meine, verdammt. Nein, ey. Das ist aber krass. Aha. Jetzt. Zack. Oh, Basti, zu weit gedreht. Du, da musst doch aufhören, dich zu drehen. Dreh dich, Schätzchen. Kernschmelze. Schüttel dein Haar für mich. Ich glaube, ganz ehrlich, Basti, du drückst zu viel. Du musst zärtlicher sein. Du musst einfach ein bisschen zärtlicher drücken. Streichel dein Gamepad. Sag gut aus. Snuggle it. Nein! Ja! Wie kann ich mich denn da noch hinlegen? Verdammt, ich komme nicht ins Ziel, oder? Nein! Fuck! Ah, ich bin Zweiter. Nee, ich hatte gehofft, dass Basti Zweiter wird. Basti ist auch vom Ziel gestolpert. Der haut schon wieder ab hier, das kann doch nicht sein. Egal, Runde 2. Round 2. Hei. Ey, das ist hier eine Sache. Backflip! Auf jeden Fall nicht 2. Sondern. Hof! Bleib auf dem Boden, Hinterrad. Ja, das ist ein Tipp von mir. Immer mit dem Hinterrad aufkommen. Ja, hat man mehr Grip direkt, ja, ne? Mehr Traktion. Ja, direkt mehr. Ja. Mehr. Ja. Grip. Mehr nach vorne dann, ne? Was dir vielleicht auch nicht schaden würde, Grips. Ja, verstehe ich leider nicht, Fred. Ja, eben. Ja. Basti ist aber schon durch hier. Ja, ich... Nein, warum lege ich mich denn hier hin? Oh Gott. Das ist, Geh weg, Fred. Geh weg. Einfach nur weg. Ich weg. Du bist gekommen, um zu bleiben. Was soll denn das? Wow. Hey, es ist immer das Gleiche. Dann kommt immer eine Stelle und da ist dann Schluss bei mir. Oh, jetzt ganz vorsichtig. Nein, ich lande zu kurz. Nein, ja, ich bin ins Ziel gesprungen. Ich bin an dir vorbeigeflogen. Ich bin an dir vorbeigeflogen. Oh, nee. Das geht doch so nicht. Also wirklich, das geht so nicht. Das Problem ist, Schrammo, jetzt wo du ein bisschen besser spielst, ne, ja, muss ich mich auch mehr konzentrieren. Und du konzentrierst dich und Basti, der konzentriert sich sowieso und dann reden wir so wenig. Das heißt, du brauchst einen Kommentator. Nee. So, das ist eine einfache Strecke. Ich nehme jetzt die Skorpion. Die heißt Hallo Welt. Das ist bestimmt die erste Map, die... Nee, die hatte ich ja gespielt. Das ist doch immer, wenn man programmiert, dann fängt man immer mit Hallo Welt an, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie programmiert. Ich hab die schon mal hingehauen, das ist schon mal gut. Wie hast du das denn gemacht? Ja, ich weiß auch nicht. Ich komm hier du drückst zu viel. Nee, ich komme auf das Motorrad nicht klar. Ich muss mir dringend wieder das andere Motorrad nehmen. Na gut.
Oder du brauchst einfach Geduld, um dich zu üben. Und, mehr Gefühl. Bam, bam, bam. Oh, doch nur bam. Bam, bam, bam. Oh, doch nur bam. Klingt als, als, ja. Sieht so aus, als hättest du... naja. Ja, und sonst so, was gab's denn bei euch heute zu essen, hä? Nix. Pizza. Nix? Basti? Ja, ich habe heute noch nichts gegessen. Wann bist du aufgestanden? Um wann? 13 Uhr? Wann bist du schlafen gegangen? Um 9? Na gut. Ist aber kein gesunder Tag nach Christmas. Nee, das ist richtig. Verdammt. Jetzt habe ich Bam 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 gemacht. Bam Bam Bam? Ich habe diesmal nur Bam gemacht. Moment, ich bin Dritter. So. Guck mal hier. Also Schrammo kriegst du noch, Basti. Jetzt empfehle ich übrigens wirklich die Phönix. Gut, ich habe... Welches bisschen Gefühl? Phönix? Das wurde du nicht auf kleiner... Warum flimmert das? Das ist eine sehr schöne Map. Flimmert das bei euch auch? Flimmert nicht. Das flimmert nicht, nein. Das ist ein Glühwürmchen. Der erste Sprung ist ein bisschen blöd, aber danach wird's cool. Ich finde die ganze Map toll. Muss mir Gefühl. Bei mir flimmert das hier extrem. Das flimmert nicht. Ich hab's gleich, ne? Nein, ich war doch oben. So, wo geht's denn jetzt hier weiter? Aber Fred, die Map ist toll, ne? Weiß ich nicht. Ich finde die toll. Ich freue mich, wie die Kamera sich bewegt und so. Also Schrammo, ne, müsst ihr wissen, hat hier einfach schon 2 Tage vorher gesagt, spielt mal unbedingt diese Map, die ist so gut. Ja, die ist toll. Die ist so gut. Ich finde die richtig cool. Die ist voll episch, so aufgemacht und so. Mit dem Alter, Licht. Da war kein Checkpoint. Ich flipp aus. Ne, der erste Checkpoint ist hier. Hui, ich hab's geschafft. Gut, Freunde, bei mir seht ihr wieder nichts von der Strecke, ja? Vorhin hast du gesagt, du willst zu Strecken. Wo? Was ist denn hier mit der Kameraführung los? Die ist total toll. Die ist total seltsam. Ich finde das voll toll. Das sieht voll so episch aus. Boah, ist das eine fiese Stelle. Die mit den Stacheln? Ja, genau hier. Das ist ein bisschen blöd. Das muss ein bisschen arbeiten. Ups, fast geschafft. Boah, Schrammo, ich hasse dich. Ja, aber hier kommt noch ein Sprung, den ich jetzt gerade geschafft habe, okay. Aber ich habe noch ein bisschen was vor mir. Bin noch nicht da, bin noch nicht im Ziel. Erst jetzt. Gut, dann kann ich mich hier wieder liegen lassen. Ja? Nee, du kannst auch weiterfahren, die schöne Strecke angucken. Ich finde die Strecke überhaupt nicht so gut. Ich finde die Kameraführung sehr, sehr seltsam. Ich finde die toll. Ja, deswegen finde ich es toll, weil das so anders ist. Aber ich finde die irgendwie, die ist seltsam. Also auf eine seltsame Art und Weise seltsam. Also die Strecke, der Hintergrund und so ist wirklich hübsch. Aber die Kameraführung finde ich verwirrend. Wieso, du fährst geradeaus? Naja. Bei mir hat sich die Kameraführung gar nicht verändert. Es war einfach immer die ganze Zeit von rechts schräg hinten. Außerdem flimmert die extrem bei mir. Schräg rechts hinten. Es flimmert nicht. Fast geschafft. Oh. Nein. Fick dich! Nein, werde ich nicht. Das gibt's nicht. Ups. Oh, hallo Basti. Hi. Roll dich schon mal auf die Spikes im Boden. Ja, ich freue mich vor allem auf die gleichen Stellen, die ich gerade schon gesehen habe, weil ich nicht weiterkommen werde, ey. Du musst mit mehr Gefühl. Du bist bei den Spikes. Hi. Also bitte. Hoch. Ach du Scheiße. Nein, wieso? So. Wie Schrammo sich freut, ne? Ja, wir müssen dringend eine Regel einführen. Niemand darf die Strecken vorher gesehen haben, die wir hier im Let's Play fahren.
Aber niemand. Ich wollte doch nur... Nicht mal der Ersteller. Ihr solltet die doch... Genau, niemand auf der ganzen zweiten Welt. Aber ihr solltet die doch sogar selber spielen, diese Karte. Ich hab's euch gesagt. Ja, ich spiele doch nicht die Karten, die wir hier spielen. Sei denn, die sind halt schon irgendwie mal zufällig drangekommen bei mir. Fuck. Zufällig. Das ist extrem seltsam. Hier, die Stelle mit den Spikes. Ja, du musst, die muss man immer noch mal fahren, obwohl man durchgekommen ist. Ich du musst ein bisschen vorsichtig und dann, ja. Am besten stehen bleiben, kurz einmal neu orientieren. Ich schaff's ja rüber und dann kommt hier hinter aber dummerweise kein Checkpoint. Doch da. Direkt. Ah. Oh. Boah. Also ich finde, Schrammo hat jetzt durch unfaire Mittel gewonnen. Wie bitte? Ich hab... Nein? Natürlich nicht. Der hat die Strecken ausgesucht, ja, und hat die vorher gespielt. Das ist einfach, Schrammo, das ist nicht fair. Diesen Sieg kann ich nicht anerkennen. Veto. Aber lasst uns mit der, wer ist für verantwortlich für Motocross-Weltmeisterschaften und so? Bernie Mofa. Mofa. Die Mofa. Oder, wie heißt das denn? Weiß ich nicht. Welt des Mopeds. WDM. Mofa-Welt oder so. Das klingt eher wie Bild am wie Tank. Ein Spielzeugladen. Die Mobs muss ich darum kümmern. Die Mobs, ja. Genau. Die rufen wir jetzt gleich mal an und dann klären wir ab, ob Schrammo tatsächlich gewonnen hat. Machen oder wir nicht. Einen Gruppenanruf? Ja. Gut, okay. Dann müssen wir jetzt hier aber auflegen, ne? Ja. Okay, dann. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Klack. Du, 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 du.